Hallo Kinder, das ist schön, dass ihr wenigstens so bei mir seid. Die Tiere vermisst euch auch schon so. Wo sind die Tiere? Hallo, Tiere. Ui, schaut's mal da hinten. Da hinten haben wir zwei. Was sind das? Ah, was sind denn das? Ah, Nilpferde, oder? Ach nein, natürlich habt ihr recht. Unsere neuen Schweinderl. Hallo, Schweinderl. Die haben noch keinen Namen. Ja, da müssen wir einen Namen aussuchen. Ja, oh, jetzt knabbert sie meine Finger. Hallo. So, Kinder, jetzt müssen wir mal schauen. Haben die Hasen alle schon ein Futter? Ja, da haben sie ein Gras bekommen. Frisch geschnitten. Super. Du bekommst auch noch ein Brot. Also Kinder, ihr seht, den Tieren geht es super. Sie vermissen euch schon sehr. Aber Gott sei Dank kümmern sich der Herbert und die Gitti gut um den Hof und die Tiere. Aber sie freuen sich natürlich schon, wenn ihr Kinder endlich wieder kommt. So, ihr Lieben, heute muss ich ja das Füttern für die Alpakas übernehmen. Ihr wisst ja, die Alpakas nehmen es gern ganz ruhig. Gerade wenn die Kinder manchmal unruhig sind, dann nehmen die Alpakas auch ein bisschen Abstand. Aber wenn man ganz fein und ruhig zu einer gehen, dann genießen sie das, wenn wir sie füttern. Heute haben wir ein paar Karottenscheiben mitgebracht. Und das nächste Mal dürft ihr sie wieder füttern. Auch der Karl ist wieder ganz fleißig beim Arbeiten. Der hat schon gemeint, wir haben die Kinder vergessen. Natürlich haben auch die anderen Tiere mitbekommen, dass Alpaka und Kaninchen jetzt schon was zum Fressen bekommen und die warten auch schon ganz, ganz lang drauf. Schauen wir mal, ob sie Bananen auch wollen. Ja, so. Der Vulcano. Und der Lux mag auch Banane. Und eine Karotte. Lass uns die gar nicht suchen, du. Schauen wir mal. Für die Kuh ist da leider nichts drinnen in dem grünen Kübel. Da braucht, da hat der Herbert was dabei. Genau, da haben wir ein Brot. Ja, wisst ihr noch, Kinder? Ja, kennt ihr noch die Zunge von der Kuh? Schaut mal, wie die lang ist. Ja, ui, die mag das Brot. Gell? Unsere brave Bella. Das Kalb ist auch schon da, die Frieda. Die wird auch schon Brot fressen. Na, Frieda, komm mal her. Gehen wir auf diese Seite. Ja, schau. Hallo. Ui, die Bella. Eieieiei. Ui, jetzt kommt sie gleich rein in den Stall. Ui, und noch ein Stück. Und die Frieda schmatzt auch. Frieda. Wie die schon groß ist, die Frieda. Schaut mal, wie die schon groß ist. Lux. Oh, ausnahmsweise. Und ein bisschen streichen darf natürlich auch nicht fehlen, gell? So, Kinder, jetzt sind wir bei den Wachteln. Müssen wir mal schauen, ob sie schon Eier gelegt haben. Weil der Herbert hat mir gesagt, dass sie jetzt wieder Eier legen. Ah, schau, da haben wir schon eins gefunden. Eines. Könnt ihr noch eines entdecken? Zwei, drei, vier Eier. Ja, Herbert, die waren ja fleißig heute. Ja, super, ui, da freue ich mich schon. Das sind ganz tolle Eier. Schaut mal. Ja, das sind die Wachteleier. Jetzt haben wir wieder Wachteleier. lecker. Herbert, was magst du denn am liebsten aus den Wachteleier? Mache ich mir ein Frühstücksei. Aber da brauche ich viele. Ja. Jetzt sind wir schon bei den Schafe herum. Ja, Kinder, jetzt werden wir schauen. Die sind frisch geschoren. Gell? Da war der Schafscherer da, gell? Und hat die Schafe geschoren. Die Ziege braucht man nicht scheren. Gell? Jetzt schauen wir mal, wir haben da ein bisschen Brot mit.
Mal schauen, ob sie einen Hunger haben. He? Oh, ich schau, wie die jetzt dünn sind da, ohne die Wolle. He? Ja, die Ziege ist inzwischen sehr groß geworden. Schau, die ist viel größer wie die Schafe, die Ziege. Ja, und der Schafbock. Ja, da, das Schaf mit dem schwarzen Kopf kriegt auch. Ah, die mag das nicht, dann kriegt die Ziege. Ja, da. Warte mal. Ui, ja, der Bock kriegt auch noch was. Hm? Kriegst du. Da, komm her. So, schaut, und da drüben, schaut mal, Kinder. Da kommen übermorgen zwei Schwarznasenschafe. Das sind Schafe mit einer schwarzen Nase und schwarze Ohren und schwarze Knie und schwarzen Schwanz und schwarze Hufe. Die schauen ganz lustig aus. Ah, da werdet ihr schauen, wenn ihr kommt. Ja? Die kommen da rein, da haben sie schon schönes Gras, da können sie grasen. Ja? Und das sind dann die Nachbarn. So, Kinder, jetzt sind wir bei den Hühnern. Letztes Jahr hat ja der Herbert neue, junge Hühner gekauft. Und wo ist der junge Hahn? Wollen wir uns mal auf die Suche machen? Ja, der ist sicher da hinten. Also hinten drin, da kommt er raus. Oh. Schau, da ist der junge Hahn, schaut mal, oh, wie der schon prächtig ist. He? Aber da kommt der alte Hahn, gleich jagt er ihn davon, oder? Aber sie vertragen sich schon, sie tun noch ein bisschen streiten. Ja, schauen wir mal, ob so Eier gelegt sind. He? Schauen wir mal. Oh, da sind aber jetzt viele zu viert. Da sind gleich vier drin und tun Eier legen. Hei, hei, hei. Ja, liebe Hühner, soll ich euch jetzt, müssen wir mal schauen, ne? Ja. Ob eine aufspringt. Ah, schaut, da sehen wir, schaut, da sind schon zwei Eier. Ah, zwei Eier sind schon. Jetzt müssen wir aber wieder zumachen. Die wollen alle Eier legen. Hm? Jetzt geht's wieder ab nach Hause. Wie ihr sehen könnt, ist unser Weg momentan leider nicht ausgemäht, weil keine Kinder den Lilienhof besuchen. Maria und ich machen uns nun auch auf den Weg nach Hause und singen zum Abschluss noch unser Bauernhoflied. Auf einem Bauernhof, da geht es lustig zu. Schwein und Huhn, Katz und Kuh, Grund zum Gackern, Miau und Mu. Mach mal mit, ja jetzt kommst du auf einen Bauernhof, da geht es lustig zu. Picken, Chicken, Kettenkau, Grund zum Gackern, Miau und Mu. Ja, auf dem Bauernhof, da geht es lustig zu.